Zwischen Basel und Genie und ich flow die Parts so wie noch nie. Ich sorg dafür, dass jeder sieht, dass dieses Album überfliegt. Letztes Jahr 500k um meine Start eins zu gravieren. Diesmal auf nach oben, um die Million anzumisieren. Erschaffen hier mit Unity eine neue Welt in unserem Rap. Wir zwei zerlegen alles und bleiben dabei noch ungebremst. Der Teufel in mir steht in meiner Tür und grinst mich an beim Schreiben. Er flüstert, es ist soweit, du sollst endlich alle ein Bein. Unser Cruisen ohne Stress, keinen Sommertrack, denn ich war halt viel zu lange weg. Doch das ist jetzt vorbei, bring den Vibe und danach werden alle auch direkt angesteckt. Oh. Wir chillen hier mit meinem Bruder, sei so gut und bring mir noch ein Gläschen Batida. Oder warte kurz, der Freund, lieber Jackie, und dann formelt er die Flasche mit 3 Litern. Lieg ich draußen in der Sonne, steht der Junge hinter mir und sagt den farbigen Glanz. Und auf einmal wirkst du neidisch, weil du ganz genau weißt, dass du das hier nicht kannst. Ja, 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 ja. Auch wenn der Tod uns schon morgen verfolgt, bleibt die Freiheit unser kostbarstes Gold. Und wenn es soweit ist, wir gehen im Alter fort, bleibt die neue Welt auch weiterhin ein kalter Ort. Fühl mich wie Heisenberg, ich komme nicht mehr frei und ich fühle mich seit Jahren nur noch eingesperrt. Kein leichter Weg, doch die Zeit vergeht. Ich glaube mir, wenn ich sage, dass ich weiter so mache und bis zu meinem Tod diese Scheiße lebe. Übersteigen sie dann in alle nur erdigliche Phasen, kommen angefahren im Wagen mit Tattoos auf unseren Armen. Und schon wieder bring ich Poser-Rap, um mich hier zu beklagen. Null Inhalt, keine Stimme, alles nur ein Kindergarten. Jeder Rapper macht auf hart und denkt dann noch, er sei ein Biest. Und fängt das erst an zu rennen, wenn die Polizei schießt. Zweites Album draußen und es geht direkt steil, wie du siehst. Du Rapper nicht davon, dass du auch direkt aus dem Battle fliegst. Hab die Zeit hier investiert, die Zeilen sind auch strukturiert. Mich selbst dann emanzipiert, die Lyrik, die jeder kapiert. Hab 3 Features auf dem Album, um mit ihnen abzureißen. Und schreib nach diesem Release direkt fürs nächste Album Zeilen. Waren immer mit dem Herzen dabei, denn wir zwei haben immer unsere Stärken vereint. Ja, wir zwei waren immer für die Schmerzen bereit. Ja, wir zwei haben noch lange nicht unser Erbe erreicht. Ja, wir zwei waren immer mit dem Herzen dabei, denn wir zwei haben immer unsere Stärken vereint. Wir steigen immer wieder auf, weil keiner hier den Himmel sieht, denn das ist Infinity. I30 Fastback, Andy, Scheinwerfer sind lila. Pumpe durch das offene Verdeck dann Unitys Lieder. Am linken Arm goldene Uhren, du siehst sie immer wieder. Damals holten sie auch noch, weil ich ging zu nem Tätowierer. Setze mich an Steuer, lasse alle Scheiben runter. Den Arm herausgestreckt, fahre raus aus meinem Bunker. Alle weg ist mit dem Depokal zu mir versetzt, das FFK rasiert und mit auf dein Thron gesetzt. Resurrection eingerappt, weiter Pass und Trash geschrieben, werde niemals aufhören, auch wenn sie mich immer besiegen. Seit der ersten Platte einen gigantischen Hass gehält, die Beziehung zu Dämonen durch meine Gesang gepflegt. Sehen nur noch Schatten und die unendliche Dunkelheit mit 14 Strings da oben und das Ganze umgestylt. Die alte Zeit ist jetzt vorbei, jetzt hast du mir verteilt. Ja, es ist schon langsam weit, musikalisches Highlight. Keine Ahnung, was ich tun soll, nicht das wichtigste Detail. Blicke mich hier um und sehe nur, der Teufel ist befreit. Ist der 22. Juni im letzten Jahr gewesen. Am 7. kommt man auf Spotify noch Berlin Lip lesen. Ich hör Dinge, ja, sie sagte mir, mein Album sei viel besser. Sie behandelte die Mainstream-Rapper und ihre Tracks so wie Verbrecher. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen, wollte keinen Hype beklagen. Erstmal meine Runde haben, dieses Jahr dann wieder charten. Setze mich dann letzten Herbst dazwischen Wahnsinn und Genie und rappe hier mit Unity. Das Ganze wird zu unserem Krieg. Immer meine Zeilen, wollte Gegner vernichten, jede Grenze überschreiten, wollte von dem Sieg berichten, spürte irgendwann das Klicken, wusste nicht, was ich sagen will. Seitdem wusste ich, das Ganze ist einfach der Wahnsinn. Ich rappte immer meine Zeilen, wollte Gegner vernichten, jede Grenze überschreiten, wollte von dem Sieg berichten, spürte irgendwann das Klicken, wusste nicht, was ich sagen will. Seitdem wusste ich, das Ganze ist einfach der Wahnsinn. Und ich rolle jetzt auf meine 19 Zoll, dabei weiß ich jetzt genau, sie haben sowas nie gewollt. Heute hört man durch die City mal den Auspuff schießen, während diese Ratten vor der Diaper rote Ohren kriegen. Dann sagen sie mir, die Musik kriegt sie nur auf, aber ich scheiße darauf und bring die Lieder immer wieder. Und kommen sie zu mir und sagen, hör doch auf, drück ich ein Album in die Hand und sage, gönn dir mal den Sieger. Weiter ging es dann mit ner EP und ein paar Videos, erzählte jedem dann genau, jetzt geht diese Geschichte los. Hab mich daran festgehalten und mein Album rausgebracht. Kurz davor wurde ich im VBT leider nur ausgelacht. Durch Resurrection dann nach oben, Tracks gestreamt sogar im Polen. Mein Niveau dort überflogen, trotzdem niemals abgehoben. Zweites Album und ich habe immer noch dasselbe Ziel. Stecke meine Seele jetzt auch zwischen Wahnsinn und Genie. Danke jedem, der mir bei der Platte meinen Weg gezeigt. Doombreaker seit 16 Jahren immer zu meinem Weg begleitet. Durch dich kam ich 2018 auch zu meinem Albumtitel und konnte in jedem Band und ich ist dann zu viel, dann kümmert auch die ganze Haus. Aber scheiß mal auf der Fame, Bruder, ich will nur das Cash. Mit dem, was mir Spaß macht, macht der Beat und ich flex. Aber wenn nicht bei Beefy, ja, dann gibt's eine Schlacht. Weil das geht von 8, 4 bis zu 7, 8.
Deine Chars gehen wieder ab, auch dieses Mal zu zwei Minuten wieder auf einmal auf beide aufgeteilt. Bald ist es soweit und wir gehen international. In jeder Hand hat täglich einen anderen Pokal. Das Album und achte dieses Mal auf die Lizenzen. Trotzdem musste ich der Release durch Verschiebungen ergänzen. Wollte hier das Beste bringen, das aktuell geht. Und tat es dann auch, ich bleibe weiter auf dem Weg. Der Druck von innen wollte mit dem Album etwas Großes schaffen. Wollte, dass sie sagen, Danny soll nochmal so etwas machen. Bringe jetzt mit Zwischenwahnsinn und Jenny den Höhepunkt. Und konnte auch beweisen, dass sie nicht nur großen Töne spuckt. Schreibe meine Zeilen, werde wieder einmal austeilen. Seit Monaten konnte ich mich nicht mehr richtig langweilen. Es ist soweit, die EP wurde nun endlich herausgebracht. Mit diesem Intro-Track wird sie jetzt erstmal bekannt gemacht. Das Wichtigste für mich ist, dass die Mucke aus dem Herzen stammt. Gedanken, die mich verändern, werden sofort verbannt. Nicht nur Storys oder Punchlines, es ist alles vorhanden im Ernst. Es gibt sogar eine Party bei den Folgern. Tut mir leid, wenn ich in diesen paar Zeilen böse klinge. Doch ganz im Ernst, ich wünschte dir auch schon mal eine Schlinge. Du Miserate, hast mir damals alles kaputt gemacht. Und ich war so töricht, ich habe dir doch ins Gesicht gelacht. Ich bin ehrlich, nach dem Ende war ich eine Zeit lang traurig. Aber ist verständlich, diese Info ist dir nicht vertraut. Bleibe ungeschlagen, keiner wird mich je besiegen. Bringt mir jede Gegner, alle werden aus dem Battle fliegen. Ich setze mir ein Ziel und verfolge es bis zum Schluss. Im Battle steht jeder unter lyrischem Beschuss. Bleibe ungeschlagen, keiner wird mich je besiegen. Bringt mir jede Gegner, alle werden aus dem Battle fliegen. Ich setze mir ein Ziel und verfolge es bis zum Schluss. Im Battle steht jeder unter lyrischem Beschuss. Max, mit deinem MBT wirst du nichts reißen. Cowboy, da wollte ein reichen, aber das wird schon nichts heißen. Es ist MC Pimper oder Michu, diese kleine Nuss. Im MBC ist jeder auch nur wegen diesem Wandelwutz. Timmy sagt, als Sager verbiegt sich komplett für die Klicks. Ist wie ein Schritt, und ändert daran nichts. YouTuber-Ansage, du hast mich nominiert. Aber ein falsches Wort von dir und du wirst eliminiert. Danke auch an Dope, der mir alles hier ermöglicht. Denn ohne dich, Bruder, rappte ich nicht über meine Geschichte. Ich danke auch ein Dame, meinem Bruder aus dem Internet. Ohne dich wäre bei mir einiges so nicht perfekt. Ich danke jedem einzelnen von meinen guten Freunden. Euch werde ich nie vergessen, das will ich bereuen. To be continued, es wird weiter Produktionen geben, seid versichert. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen.